Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Train Symbol 4 hier zusammen auf dem PC. Wir werden heute mal ein kleines Güterzug-Szenario spielen, das habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe mir gedacht, wir machen heute mal eine kleine Fahrt hier auf der Strecke Ruhr-Sieg-Nord und fahren bis zu einem Haltegleis nach Finnentrop. Und ihr seht es vielleicht an diesem schönen Repaint-Pack von der Seite Train Sim Community. Dort gibt es dieses hübsche Repaint zu finden. Stahl auf Stahl und dann mit diesem Feuer da im Hintergrund. Also ich finde das wirklich wunderschön. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es sehr. Ich würde sagen, wir bereiten unseren Zug vor, beziehungsweise unsere Lokomotive. 185.2 und wir werden zusehen, dass wir dann eher auch Ausfahrten bekommen aus diesem Nebengleis, Abstellgleis, wie auch immer. Dort hinten im Hintergrund dampft oder dieselt noch eine 363 vor sich hin. Ansonsten ist hier noch nicht viel los. Es ist 4.10 Uhr in der Früh. Dementsprechend ist es noch relativ leer hier an diesem Punkt, beziehungsweise auch gleich am Bahnhof, an dem wir durchfahren. Und ja, ich würde sagen, wie gesagt, wir machen hier ein kleines Foto und dann rüsten wir die ganze Sache mal hier auf, würde ich sagen. Los geht's. So. Wir haben nämlich bereits Ausfahrt und da sollten wir jetzt zusehen, dass wir hier vom Fleck kommen. AFB. Auf B auf ein. AFB. AFB. Störung. So. Genau. Da müssen wir die Zug das auf so machen. Genau. Die Spitzensignale noch einstellen, beziehungsweise auch das einstellen. Da müssen wir noch kurz aufstehen und die Spitzensignale einstellen. So, dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit, würde ich sagen. Genau, die Bremse lösen und dann können wir auch losfahren. Was habe ich jetzt hier? Wo ist jetzt das Problem? Bremsen sind gelöst. Da war wahrscheinlich wieder irgendein Bug oder sowas drin oder die Bremse war nicht richtig gelöst. Irgendwas wird es gewesen sein. Auf jeden Fall funktioniert es jetzt. Wir müssen befreien. Zugbeeinflussung. Wunderschön. Wunderschön. Sehr, sehr schön. So. Nach wie vor 40.
Beeinflussung. Da sollten wir auch tunlichst bei bleiben, auch wenn wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 haben. Bleiben wir vorerst bei 40. Sifa, Sifa. Ich denke mal, dass wir uns da vorne an dem Hauptsignal wieder befreien können und dann auch aufschalten können auf zumindest 60. Sifa, Sifa. So, es ist natürlich noch wenig los hier an diesem frühen Morgen. Aber das ist auch wiederum typisch, weil natürlich Güterzüge meist dann fahren, wenn nicht so viel los ist an Personenverkehr. Also sprich in der Nacht oder halt früh am Morgen. Deswegen ist das schon relativ realistisch, dass wir so früh morgens hier fahren, wo noch nicht so viel an Personenverkehr los ist. Das kommt dem realen oder dem Vorbild schon relativ nah. Weil natürlich der Güterverkehr dem Personenverkehr immer untergeordnet ist. Von daher passt das alles schon soweit. Sifa, Sifa. So, dann machen wir noch ein kleines Foto. Das sieht doch richtig schön aus. Das sieht doch richtig schön aus. Ist natürlich jetzt die blöde Shit hier im Weg. Versuchen wir es erstmal. Ich glaube, auf 60 können wir schon beschleunigen. Wir können uns auch befreien. Dann haben wir eh nichts mehr zu befürchten. So, den 2,8 Kilometer fahren wir dann über einen Ort hinweg. Das ist unsere erste Aufgabe und dann sollen wir in Finnentrop anhalten und von dort aus übernimmt dann ein Kollege den Zug. Wunderschön. So, hier werden wir wahrscheinlich wieder quittieren dürfen. So sieht's aus. Fahren wir dem Sonnenaufgang entgegen mit unserem Güterzug, gemischten Güterzug. Vorne dran die BR 185.2 in einem, wie ich finde, wunderschönen Repaint. Zugbeeinflussung. Also wir sind heute viel am Quittieren, sehe ich gerade. Ah, jetzt mal nicht, aber an dem wahrscheinlich.
Da werden wir mit Sicherheit quittieren dürfen. Im Moment noch langsam Fahrt. Mehr als 50 ist im Moment nicht drin. Wahrscheinlich haben wir dann auch gleich Gleiswechsel. Gehe ich mal von aus, dass das der Ort sein wird, über den wir fahren sollen. Deswegen auch die 50. Da ist sogar 40. Ja, ich denke mal, dass wir gleich einen Gleiswechsel haben werden. Zugbeeinflussung. Weil sonst würden wir nicht so langsam werden, also kann ich mir nicht vorstellen. Es macht nur Sinn, wenn wir gleich Gleiswechsel haben. Wunderschön, wunderschön. Also es ist noch nicht wirklich irgendwas entgegengekommen. Vielleicht ändert sich das noch im Laufe der Fahrt. Schauen wir mal. Zugbeeinflussung. Oh, wir haben Rot vor uns. Deswegen auch die 40. Deswegen. Das hat meistens ein besetztes Gleis zur Folge, beziehungsweise ein besetztes Gleis hat meistens ein rotes Signal zur Folge, sodass wir vielleicht doch mit KI-Verkehr rechnen können, der da vor uns steht. Die Frage, ob sich das noch ändert. Auf grün. Zugbeeinflussung. Es hat sich geändert, tatsächlich. So. Wir bleiben vorerst bei 40. Und haben jetzt noch 42 Kilometer bis Finnentrop. Dürfen wir gleich endlich ein bisschen schneller fahren, sodass wir auch mal vorankommen.
gleich, wenn wir hier das Gleis gewechselt haben. Endlich mal wieder Güterzug. Ich habe wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Und da habe ich mir gedacht, nehmen wir das heute mal in Angriff mit dem wunderschönen Repaint am frühen Morgen auf der Strecke Ruhr-Sieg-Nord in den Sonnenaufgang hinein mit einem gemischten Zug, Güterzug. So, werde ich ein bisschen aufschalten. Wunderschön, wunderschön. Die Sonne geht auch so langsam auf. Langsam, lange dauert es nicht mehr, bis sie zu sehen ist. So, da stehen noch abgestellte Silo-Waggons, hätte ich fast gesagt. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt kommen wir endlich mal auf Geschwindigkeit hier. Sehr, sehr schön. Richtig schön. Wie gesagt, dass wir hier so wenig KI-Verkehr haben, das liegt zum einen an der Uhrzeit und zum zweiten auch, wie gesagt, daran, dass wir Güterzug fahren und die auch im Vorbild. Es ist natürlich immer wie, wenn es geht, den Personenverkehr meiden bzw. den direkten Kontakt oder das direkte Aufeinandertreffen mit dem Personenverkehr meiden. Sprich, sie fahren nachts oder halt früh, früh am Morgen, wo noch nicht so viel Personenverkehr unterwegs ist, um einfach zügiger voranzukommen, sag ich mal, und dem Personenverkehr nicht im Weg zu stehen, weil der Personenverkehr naturgemäß immer Vorrang vor dem Güterverkehr. Es ist der sogenannte Prio-Verkehr und ja, deshalb versucht der Güterverkehr natürlich immer dann zu fahren, wenn der Personenverkehr nahezu zum Stillstand gekommen ist, also sprich nachts, sprich am frühen Morgen. Und deswegen ist das gar nicht verwunderlich, dass wir hier an diesem frühen Morgen, an dem wir ja unterwegs sind, 4:28 Uhr im Moment, dass wir da so gut wie gar keinen KI-Verkehr zu sehen bekommen. Das ist durchaus absolut realistisch. Gut, es gibt natürlich und da immer mal wieder Nachtzüge, Nacht-ETs und so weiter, die natürlich trotzdem fahren. Aber in der Regel fährt der Güterzug, den Güterzugverkehr immer zu einer Zeit, wo der Personenverkehr deutlich, deutlich eingeschränkt ist, sagen wir mal so. So, wir dürften uns auf 90 noch runterbremsen.
sehr, sehr schön. Ruhrsieg Nord ist ja auch eine sehr schöne Strecke, die es glaube ich schon seit TSW 2020 gibt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Also wirklich eine der ältesten Strecken, die es beim TSW Sieger, überhaupt gibt. Sieger. Ich glaube, das war eine der ersten mitgelieferten deutschen Strecken zu TSW 2020 Zeiten. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Wie gesagt, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Dann gab es damals, glaube ich, dazu die BR-146 Samt Dostus. Das waren, glaube ich, so die ersten Züge und die ersten deutschen Strecken, oder eine der ersten deutschen Strecken, die es beim Sieger, TSW dazu gab, Sieger. bin ich mir eigentlich fast sicher. Wie gesagt, dazu dann die BR-146.2 zusammen mit den Verkehrsrouten Dostus. So, 100. Sieger. Und dann haben wir noch gut 30 Kilometer bis Finnentrop. Die Sonne geht auch immer weiter auf. Die dürfte jetzt da hinten ist sie schon leicht zu sehen. Ihr Sieger, seht es Sieger. am Horizont, an den Bergen, hinter den Bäumen kommt sie so ganz, ganz langsam zum Vorschein. Zeigt sich schon ein bisschen. Es wird langsam Tag hier im Ruhrsieggebiet. Schornsteine qualmen vor sich hin. Wunderschön. Wunderschön. So, gleich 80. Ein bisschen Zeit haben wir aber noch. Noch 2,5 Kilometer, 20 km/h, die wir runter müssen. Da denke ich, können wir so ein bisschen Zeit lassen mit. Ich glaube, so im Vorbild, in der Realität macht Güterzugfahren auch, glaube ich, richtig Spaß. Könnte ich mir vorstellen, weil natürlich du da vorne drin sitzt und jede Menge Gewicht in Bewegung setzt. Das sind ja schon mal schnell ein paar 100 Tonnen, die du da bewegst. Ich doch mal ein bisschen mithelfen hier. Jetzt haben wir gleich eine Zwangsel. Ich weiß nicht, ob die AFB das geschafft hätte. Ach, warum? Warum haben wir jetzt eine Zwangsbremsung? Was ist denn jetzt kaputt? Könnt ihr mir das erklären? Warum habe ich jetzt eine Zwangsel? Welche Geschwindigkeitsüberschreitung? 80 war doch.
Zwangsbremsung. Hä? Naja, verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Zwangsbremsung. Komme ich nicht hinter, sorry. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. SIFA Zwangsbremsung. Türfreigabe. 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 Bei allem Respekt, wirklich bei allem nötigen Respekt, aber das verstehe ich jetzt gar nicht. Zugbeeinflussung. Das verstehe ich nicht. Ach, Bremsen sitzen auch fest oder was ist jetzt hier? Jetzt auch noch bergauf. Das ist wieder so eine Sache, Leute. Ich verstehe es manchmal nicht, wirklich. Na komm. Ich weiß, es ist schwer, aber du schaffst das. Also die Zwangs habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also wenn ihr mich da aufklären könnt, bitte tut es. Ich habe es nicht verstanden. Sorry. Oh, hatte ich bitte eine Geschwindigkeitsüberschreitung? Ich werde es mir nachher in einem Video nochmal anschauen, weil ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wo ich da eine Überschreitung hatte. Wir waren noch aktuell auf 100, beziehungsweise es war 100 erlaubt. Ich war unter 100, deutlich. Ich war unter 80, beziehungsweise unter 85. Und wo in aller Welt hatte ich da eine Geschwindigkeitsüberschreitung? Sorry, komme ich nicht hinter. Sorry, TSW, weiß ich nicht. SIFA, SIFA. Komme ich nicht hinter. Ah, KI-Verkehr. SIFA. Güterzug immerhin. War ich überhaupt unter Beeinflussung? Das ist die nächste Frage. Ich meine nicht, dass ich irgendwo quittiert habe. Ich werde es mir im Video auf jeden Fall nochmal anschauen, hinterher. Wo jetzt da der Fehler lag. Ob das jetzt wirklich ein Fehler meinerseits war oder irgendwie ein Bug. Weiß ich nicht. Sorry. Ach, wir bleiben bei 70. Naja, was soll's. Es ist nicht zu ändern. Ich möchte nur verstehen, wo jetzt da der Fehler lag. Das ist mein... Jetzt irgendwie... Also eine Zwangsbremsung für nichts, das weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwo muss da was gewesen sein. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil wir waren deutlich unter 100. Wir waren auch deutlich unter 85. Warum wir da auf einmal... aus heiterem Himmel eine Zwangsbremsung wegen Geschwindigkeitsüberschreitung kassiert haben. Kann ich nicht verstehen. SIFA. SIFA.
Aber ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch da was aufgefallen ist, was ich da falsch gemacht habe. Schreibt in die Kommentare, weil mich würde das auf jeden Fall interessieren, wenn ihr da irgendwas seht, wenn euch das aufgefallen ist, wenn ihr mich aufklären könnt. Das hilft mir sehr. Ich weiß, was ich da falsch gemacht habe. So, 70. Wunderschön, wunderschön. Das ist einfach zu geil, das Foto. Das ist einfach ein zu schönes Bild. Einfach nur wunderschön, wunderschön. So, und es laufen ja Projekte noch und nöcher im Hintergrund, zum Beispiel Strecke Hannover-Hamburg. Es laufen Projekte für Fahrplanmodernisierungen auf sämtlichen Strecken, Bremen-Oldenburg und so weiter und so weiter und so weiter. Denn die DLCs, die uns dieses Jahr noch erwarten sollen, also da kommt wirklich einiges an Content auf uns zu. Worauf ich mich besonders freue, ist wirklich nach wie vor die Baureihe 218 von TSG sowie vom gleichen Anbieter auch der IC1 Steuerwagen samt neuer Baureihe 101. So, Siefa, haben wir die Hälfte gleich geschafft. Ich glaube 42 Kilometer waren es insgesamt bis Finnentrop, jetzt haben wir gleich 22. Können wir gleich 10 km/h schneller fahren. Mal schauen, ob wir noch mal über 100 kommen bis Finntrop. Oder ob wir jetzt hier dabei bleiben, bei 80, 90. Kommt euch die Strecke an, wie kurvig die noch wird.
Aber wie gesagt, Siefer. Dass uns so wenig KI-Verkehr hier entgegenkommt, das ist wirklich dem geschuldet, dass wir Güterzug fahren und um diese frühe Zeit ist noch nicht so viel los. Das Einzige, was einem wirklich entgegenkommt, immer mal wieder, sind andere Güterzüge, die ebenfalls zu der frühen Zeit fahren. Also das ist durchaus dem Vorbild gerecht, dass uns so wenig KI-Verkehr hier entgegenkommt. Zumindest am Personenverkehr kommt uns da ja gar nichts, bis es Siefer, wirklich überhaupt nichts Siefer. entgegen. Einfach wunderschön. So 90, dann ist wieder 70. Ich denke, braucht man nicht wirklich beschleunigen jetzt. Macht einfach rein. Von der Energiesicht her keinen Sinn. So, V-Überwachung 70 km/h, da seht ihr es. Das ist die sogenannte Bremskurve hier. So, und innerhalb der haben wir es geschafft, runter auf 70 zu kommen, sodass wir keine Zwangsbremsung zu erwarten haben. Genau. Jetzt können wir uns wieder befreien. Und das System hat mehr oder weniger erkannt, ja, wir fahren 70 km/h, wir haben das wahrgenommen und dementsprechend in der Bremskurve runtergebremst, sodass wir uns dann auch wieder aus der Überwachung befreien können dürfen. So, was ist das jetzt hier für eine Station? Das würde mich mal interessieren. Werdohl, hätte ich mir fast gedacht. So. Tatsächlich wieder bei 100 fahren. Tun wir das. Der nächste Güterzug. Sehr, sehr schön.
Also wie gesagt, Personenverkehr ist im Moment noch nicht zu erwarten. Allenfalls Güterzug KI-Verkehr, habt ihr ja gesehen. Das kommt dem Vorbild auf jeden Fall sehr, sehr nahe. Wie gesagt, bis auf ein paar Nachtzüge, die sind natürlich immer unterwegs, klar, logisch. Aber im Prinzip kommen einem sonst nur Güterzüge entgegen, weil halt die Personenzüge noch nicht so aktiv sind. Wie gesagt, das ist durchaus so gewollt, dass der Güterverkehr den Personenverkehr mehr oder weniger aus dem Weg fährt. Deswegen ist das gar nicht so unüblich und durchaus nah an der Realität. So, dann haben wir jetzt gleich noch 50 Kilometer bis Finnentrop, Ende der Schicht gleich. Also für alle die, ich weiß ja nicht, wer von euch alles mit PTB und SIFA fährt, um das vielleicht noch ganz normal so ein bisschen einzuordnen. Es gibt ja immer noch welche, die da sich vielleicht nicht, noch nicht so 100% mit auskennen. Die PTB ist so aufgebaut, dass sie immer einmal in der die Geschwindigkeit überwacht. Ab einem in einem bestimmten Bereich fährt man in dem Bereich, der überwacht wird, zu schnell, gibt es eine Zwangsbremsung. Und zwar bis zum Stillstand. Die kann man auch nicht vorher deaktivieren oder so. Die bremst bis zum Stillstand. Sie überwacht, ob man irgendwelche Signale überfährt. Sprich rote Signale, Zwangsbremsung. Ist man vor einem haltzeigenden Signal schneller als 45, Zwangsbremsung. Also das sind alles so Dinge, die von der PTB beeinflusst werden, beziehungsweise auch bewacht werden. Punktförmige Zugbeeinflussung nennt sich das System. Und wie gesagt, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert, sich da reinzufuchsen. Gebe ich zu, hatte ich auch am Anfang Probleme mit. Aber wenn man das einmal weiß, dann ist das eigentlich ziemlich easy. Dann gibt es ja noch die SIFA, die sogenannte Sicherheitsfahrschaltung. Der ist dafür da, das ist mehr oder weniger ein Totmannschalter. Das heißt, wenn der Lokführer aus irgendeinem Grund bewusstlos wird. Ja, es kann ja alles passieren. Und er drückt dann nicht alle 30 Sekunden diese Sicherheitsfahrschaltung, sprich SIFA, gibt es eine Zwangsbremsung. Und zwar so lange, bremst so lange runter, bis man das wieder drückt. Das heißt, ein Bewusstloser kann das natürlich nicht drücken. Das heißt, der Zug wird gebremst bis zum Stillstand. Das Ding natürlich der Sicherheit, erstens der Fahrgäste im Zug und zweitens auch alle Unbeteiligten, das sprich anderen. Fahrgästen beziehungsweise auch anderen Verkehrsteilnehmern und so weiter und so fort. Dem dient das allen. Und dann gibt es noch die Linienzugbeeinflussung. Die ist dafür da, das heißt, wenn man Zug schneller als 160 km/h fährt, ist es für den Lokführer ja auch schwer zu erkennen. Signale zu erkennen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkung hat auf irgendwelchen Signalen, das angezeigt wird, oder gelbe Vorsignale, rote Signale, Hauptsignale, dann die LZB erkennt das kilometerweit voraus und warnt den Lokführer dementsprechend. Beziehungsweise
beziehungsweise greift dann auch in das System ein. Das heißt, sie bremst den Zug frühzeitig runter auf die geforderte Geschwindigkeit. Wie gesagt, Kilometer voraus kennt das System ja schon, ob da rote Signale zu erwarten sind oder Geschwindigkeitsveränderungen. Das wird von dem System kilometerweit voraus erkannt und dementsprechend reagiert es auch darauf und bremst den Zug oder beschleunigt den Zug dann dementsprechend, weil das für den Lokführer sonst einfach viel zu schwer ist, dass bei der Geschwindigkeit jenseits 160 km/h das alles zu erkennen. Deswegen gibt es dieses LZB, Linienzugbeeinflussung. So, und dann gibt es noch die AFB. Das ist die automatische Fahr- und Bremssystem. Da kann man dann selbstständig die Geschwindigkeit vorwählen, auf die der Zug beschleunigen soll. Wie jetzt hier zum Beispiel, ich mache auf 80 und der Zug beschleunigt dann auf die geforderte bzw. vorgewählte Geschwindigkeit. Das gleichzeitig macht er das aber auch, wenn man die Geschwindigkeit nach unten vorwählt. Also sprich, ich gehe jetzt runter auf 40, dann bremst der Zug auch dahin. Also das wird dann alles automatisch so gemacht, dass man dann nicht ständig den Leistungshebel oder den Bremshebel da hin und her bewegen muss, sondern das kann man einfach mit der AFB machen. Da gibt es einen Hebel für, kann man die Geschwindigkeit vorwählen, nach oben oder nach unten, und der Zug beschleunigt oder bremst dann dementsprechend dahin. So, das sind die vier Zugsicherungssysteme, die heutzutage aus einem modernen Zug oder aus der modernen Eisenbahn gar nicht mehr wegzudenken ist oder wegzudenken sind. Ohne die Systeme wäre das Eisenbahnfahren, das Zugfahren heutzutage brutal gefährlich, sag ich mal. Es fängt ja, wie gesagt, es reicht ein bewusstloser Lokführer, und stellt euch mal vor, es gibt diese Sicherheitsfahrsysteme nicht. Da will man nicht weiter drüber nachdenken. Wenn man dann über rote Signale saust, die Weiche nicht bekommt, weil man zu schnell ist, oder noch viel, viel schlimmer, über einen geöffneten BÜ fährt, sprich Bahnübergang, und wir lassen das, wir denken da nicht weiter drüber nach. Ich glaube, das ist besser so. So, wir bleiben bei 70, 80 im Moment, weil, wie gesagt, gleich 70, da lohnt sich zu beschleunigen jetzt auch nicht mehr so wirklich. So, haben wir jetzt noch 6,5 Kilometer, dann sind wir da in Fintrop. So, wir werden jetzt hier mal runtergehen, schon mal frühzeitig. Nicht, dass uns gleich wieder die übereifrige PCB an die Karre fährt. Das ist ja hier so eine Sache immer. Wie gesagt, über die eine Zwangsbremsung, die wir da hatten, da schaue ich im Video nochmal drauf, weil ich weiß immer noch nicht, warum mich das da erwischt hat. Das will ich unbedingt rauskriegen, was ich da falsch gemacht habe. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Ganz ehrlich, warum? Warum? Sagt's mir. Was zum Teufel? Weißt du, Leute, das nimmt dann wirklich den Spielspaß. Absolut, das ist doch wirklich nicht... Nimm mal so einen Scheißberg, das ist echt nicht schön. Ach, leck mich doch. Sorry, das ist wirklich... Also da geht's mit mir auch wirklich durch, ganz ehrlich. Entschuldigung, aber das ist doch wirklich wieder so ein Spiel, weißt du, dann... hast du solche Dinge, sprichst da vorher noch drüber und dann passiert das auch noch. Und du weißt überhaupt nicht, warum... Also ich weiß jetzt wirklich nicht, warum wir jetzt schon wieder eine Zwangsbremse hatten. Warum? Wo bitte war ich zu schnell? Sagt es mir. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt hier wieder zusehen, dass wir loskommen hier. 0,5 Steigung. Ja, es... Also da geht es wirklich mit mir durch. Da habe ich auch keinen Bock dran. Das ist wirklich... Ganz ehrlich, das ist dann auch ein Spiel. Also, macht keinen Spaß. Überhaupt nicht.
der erste RE-Personenzug, der uns da entgegenkommt. Also ab 5 Uhr werden die aktiv, die Personenzüge. Zumindest hier im Spiel. Also wenn ihr Szenarien früh morgens spielen wollt und trotzdem Personenverkehrs-KI haben wollt, dann so ab 5 Uhr könnt ihr an die Zeit einstellen. Sorry, aber das verstehe ich nicht. Warum wir jetzt schon wieder eine Zwangsarten? Ich verstehe es nicht. Das muss ein Bug sein. Das kann ich mir anders nicht erklären. Na, immerhin geht die Sonne jetzt auf. Wir haben einen wunderschönen Sonnenaufgang. Das entschädigt vielleicht so ein bisschen für das Ganze drumherum hier mit der PZB. Weil das geht mir wirklich so auf den Zünder an. Irgendwelche Dinge hier passieren, für die nicht erklärbar sind. Na schade, das ist zu tief. Das sieht doch schön aus. Das sieht doch schön aus. Die Sonne da so durch die Bäume scheint. Das sieht doch richtig, richtig schön aus. Richtig schön. Das sind immer so Dinge, die einem dann den richtig den Spielspaß in der Situation nehmen, weil die Dinge so unerklärbar sind. Das ist einfach, es passiert einfach und du weißt nicht warum. Du bist dir keiner Schuld bewusst und trotzdem kommen diese scheiß Zwangsbremsungen. Und da kann ich auch verstehen, warum manche nicht mit PZB fahren wollen, weil das wirklich den Fahrfluss nimmt, den Spielspaß nimmt, kann ich total verstehen. Trotzdem fahre ich gerne mit Sicherungssystem, weil natürlich das dem Vorbild am nächsten kommt. Man kann ja auch in der Realität nicht das einfach ausstellen, nur weil es einem vielleicht gerade auf die Nerven geht oder so. Deswegen, also, wir wollen ja schön realistisch bleiben. Und dazu gehören nun mal die Zugsicherungssysteme. Und ja, da muss man auch da irgendwie mit klarkommen. Das dürfen wir auf jeden Fall 80. Naja, ich werde es mir, wie gesagt, nach dem Video nochmal anschauen und dann mal schauen, wo ich da die vermeintlichen Fehler gemacht habe, obwohl ich mir keiner Schuld bewusst bin. Ihr könnt es, wie gesagt, gerne kommentieren, wenn ich da irgendwas falsch gemacht habe. Aber wenn ich da irgendwas übersehen habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich bin mir absolut keiner Schuld bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei der zweiten Zwangsbremse noch weniger als bei der ersten. Genau wie gestern im Livestream. Ich wollte Metronom fahren. Was bekomme ich im PBZ-Zug? Vorne Metronom, hinten alles Mögliche. Das war irgendwie, weiß ich nicht. Das sind so Dinge, da fehlt es mir einfach an Verständnis.
So, ging gleich aber frühzeitig runter auf 50, weil ein drittes Mal lasse ich mich hier nicht verarschen. So, hier werden wir wahrscheinlich schon quittieren müssen. So, wenn ich jetzt noch meine 20 kassiere, dann stelle ich die PCB aus, ganz ehrlich. Weil ich bin jetzt definitiv nicht mehr zu schnell. Definitiv nicht. Es ist nach wie vor 100 erlaubt. Es ist noch über einen Kilometer Zeit, bis die 50 aktiv werden. So, wir haben es innerhalb der Bremskurve geschafft. Warum zum Teufel? Ich habe doch 50. Muss es nicht schneller werden? So, da haben wir ein halbzeitiges Signal für uns. Das heißt natürlich, genau, gleich unter 45 sein, wenn die abgelaufen sind, beziehungsweise wenn wir wieder ankommen. Das machen wir auch frühzeitig. Ich lasse mich hier nicht nochmal verarschen. So. Da wären wir. So, das ist der 500 Hertz Magnet, der mir sagt, bleiben Sie unter 48, gleich unter 45. Ein bisschen haben wir noch an Wegstrecke. Wenn aber überhaupt bis vorne fahren. Sehr schön. So, das war's mit dem Szenario. Wie gesagt, ich werde mir das Ganze mal auf gleich im Video anschauen, wo ich da die Fehler gemacht habe. Ihr könnt es auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr vielleicht was gesehen habt, was ich nicht gesehen habe. Das war's auf jeden Fall mit dem Szenario mit der 80205 von Hagen nach Finnentrop. Wir haben Gold erhalten, wir haben eine benötigte Zeit inklusive der beiden Zwangsen, 58 Minuten gebraucht, also knapp eine Stunde. Ich denke, wenn wir die zwei
Zwangsen abziehen, dann kommen wir ungefähr so auf 50 Minuten, würde ich jetzt mal tippen. Also 40 Minuten, 45 Minuten steht, glaube ich, in der Szenariobeschreibung. Also es hat ein bisschen länger gedauert alles. Wie gesagt, das liegt aber auch an den Zwangsen und dem dann mit damit verbundenen wieder losfahren und so weiter. Ihr kennt das. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, bleibt mir treu. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst Feedback da, vor allem Kommentare in Bezug auf die zwei Zwangsen. Ja, ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit am Start seid. Habt eine schöne Zeit. Euer Dennis Spieter, haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.